In diesem Video möchte ich euch das Tool NZB Monkey vorstellen. Das ist im Grunde ein Tool, das mit dem NZB LNK Format zurechtkommt. Was bringt mir der ganze Spaß? Naja, dazu gehe ich jetzt hier einmal ins Usenet for All Forum. Leider ist da aktuell die Registrierung gesperrt. Das kann sich aber jederzeit wieder ändern. Also was vereinfacht mir hier der ganze Spaß? Die Sache ist folgendermaßen. Wenn ich eine Datei in diesem Forum runterladen will, dann ist das in diesem Format. Tag, Header und Passwort. Also Tag ist der logische Name, der ja menschlich lesbar ist und ich weiß, was sich dahinter verbirgt. Der Header ist das, mit dem ich am Ende die Datei suchen kann, die NZB-Datei, und das Passwort ist das, mit dem ich sie dann entpacken kann. Fangen wir mal mit dem Header an. Normalerweise gehe ich jetzt her, habe die Datei gefunden, die ich habe, und ja, kopiere mir jetzt hier den Header einfach in die Zwischenablage, gehe dann auf eine Indexseite wie nzbindex.nl zum Beispiel, kopiere den Header hier rein, gehe auf Suche, dann spuckt er mir hier das Ergebnis raus. Jetzt würde ich hier auf Download gehen, würde eine NZB-Datei runterladen, dann würde ich hergehen und diese NZB-Datei an subnzbd übergeben, mit NZB hinzufügen, dann würde der Download starten. Naja, noch nicht ganz, weil ich muss ja nochmal zurück hier auf die Seite und muss hier das Passwort noch kopieren und das dann hier auch reinkopieren. Und erst dann würde der Download starten. Ja gut, bei einem Download, bei einem Film mag das ein Aufwand sein, der okay ist. Möchte ich aber eine Serie mit 15 Staffeln runterladen, ist das schon wieder blöd. Deshalb gibt es hier diesen NZB Monkey und der vereinfacht das ziemlich gut. Bevor ich jetzt anfange, eine Bitte hätte ich. Wer Seiten kennt, die das NZB LNK Format benutzen, postet die doch mal in die Videobeschreibung. Also hier ist so ein Beispiel mit diesem NZB LNK Format, aber das können wir jetzt erstmal noch nicht nutzen. Als erstes brauchen wir dann den NZB Monkey. Dazu gehe ich jetzt hier auf die Seite, gehe hier auf das Windows-Symbol in meinem Fall und gehe hier auf Datei öffnen. Das brauchen wir nicht speichern, das ist nur die ZIP. Und sobald die geöffnet ist, gehe ich hier einfach rein, NZB Monkey Exe, Rechtsklick Copy oder halt auspacken, wie ihr möchtet. Dann gehe ich auf Dokumente. Hier habe ich schon mal einen Ordner vorbereitet, der heißt NZB, und da kopiere ich die dann rein. Jetzt mache ich hier einen Doppelklick drauf. Das hier nehme ich raus, den Haken, und sage Run. Was jetzt passiert, das registriert sich jetzt gegenüber dem Firefox als Hallo, ich bin der NZB Monkey, ich kann was mit NZB-Links anfangen. Standardmäßig, wenn ich den jetzt so lasse, wie er ist, dann geht er einfach her und speichert die NZB-Datei mit dem Passwort hier rein. Ja, aber das will ich jetzt gar nicht. Ich will im Grunde, dass der hier direkt an subnzb die Datei übergibt und mit dem Download anfängt. Und deshalb gehe ich ein bisschen runter. Hier unten finde ich subnzbd. Das kann ich mir hier rauskopieren. Da ist ein bisschen idiotensicherer. Ich mache sonst gerne Tippfehler. Und Target gebe ich dann hier subnzbd ein. So, das muss ich jetzt noch konfigurieren. Wo läuft mein SubNZBD? Naja, bei mir Localhost, ja, die IP 127.0.0.1 ist quasi äquivalent zu Localhost. Ich könnte jetzt hier auch die IP eingeben, spielt keine Rolle. Port 8080 passt auch, sehe ich hier oben auch. Nach dem Doppelpunkt kommt der Port. Ne, benutze ich SSL? Nein, hier vorne ist kein HTTPS, also false ist auch in Ordnung. Und NZB-Key, wie hole ich mir den? Naja, ich gehe jetzt hier in die Einstellungen, gehe hier auf Allgemein. Und hier gibt es den NZB-Schlüssel, den kann ich mir einfach rauskopieren und hier reinkopieren. Nutzername und Passwort habe ich deaktiviert, also brauche ich das nicht. Basepath-Kram würde ich jetzt alles weglassen, brauchen wir jetzt erstmal nicht konfigurieren. So, das Ganze speichere ich, indem ich sage Speichern. Jetzt schließe ich das Ganze und jetzt gehe ich dann hier zurück auf die Seite und hier habe ich ja so ein Beispiel-Link. Und ihr erinnert euch, ich musste jetzt also normal erst die NZB suchen und die dann rumkopieren und Passwort kopieren und so weiter. Was jetzt passiert, ist die Kurzversion davon. Ich klicke jetzt einfach mal auf den NZB-Link. Hier unten könnt ihr entdecken, dass das NZB-Link-Format ist. Ich klicke jetzt einfach drauf und er schlägt mir schon NZB-Monkey vor. Und dann sage ich einfach Auswahl speichern. Dann werde ich hier nicht mehr gefragt in Zukunft. Und jetzt kann ich den Link öffnen. So, der sucht jetzt für mich automatisiert mit dem Header nach der Datei. Okay, er hat sie gefunden. Er sagt sogar, wie alt. Und ja, jetzt ist er fertig, jetzt kann ich auf subnzb gehen. Dann sehe ich, dass er es hinzugefügt hat. Ich habe jetzt hier keinen Account hinterlegt, deshalb startet der Download nicht. Hätte ich einen Account hinterlegt, würde der Download starten. Und was wir hier auch sehen, das Passwort ist hier auch direkt integriert. Gucken wir nochmal, ob das so stimmt. NZB LNK fängt es an, genau, und dann kommt ein großes M. Ja, das habe ich richtig gemacht.